Norwegen? Wow. Also, das ist schon... Ja, das, also Norwegen waren wir auch noch nicht offen. Also wir waren immer halt nur innerhalb Deutschlands. Mach mir den Heli nicht kaputt! Obwohl, ich habe ja noch zwei. Ich habe ja noch einen Heli, dann ist das nicht so schlimm. Die haben mir gerade mein Heli nämlich kaputt gemacht. Nein! Idioten! Schießt du nicht auf mein Heli? Boah, ich muss hier weg. Ein schöner Heli. Dann jagt das mit im Wald. Ah, okay. Also so campen. Boah, das letzte Mal, wo ich campen war, da war ich ein kleines Kind. Das ist schon Ewigkeiten. Ja, wie alt war ich da? 4 oder 5? Also sehr lange. Sie dem Assistenten des Agenten zum Treffen und finden Sie heraus, was für das Konzert in Malka geplant ist. Aber sag mal so, bei mir in der Familie gab es auch nie so Interesse wegen Mittelaltermarkt oder halt sonstige Sachen. Generell irgendwo hinwegfahren, das war so, nö, kostet Geld, haben wir nicht für. Wenn du mal am Tag irgendwo hingefahren bist, mal, wenn du Ferien hattest, dann war das das Höchste, wenn du mal nach Meckes gefahren bist. Ja, wie schnell die Zeit dann vergeht, ne? Nein, morgen ist schon wieder Montag. Ich war jetzt die Woche krankgeschrieben. Und zack, ist schon wieder Montag. Ja. Weil selbst im Winter, ich glaube, dafür muss man, glaube ich, auch gemacht sein. Also, wie gesagt, bei mir ist das schon ewig her. Und selbst mal so Survival gemacht in der Wildnis oder so, habe ich halt auch noch nie gemacht. Weil Spiel, klar, ist ganz anders, ne? Das ist, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann machst du halt einfach aus. Aber wenn du das im Real Life hast, sagst du, okay, ich gehe jetzt mal eine Woche so, ne, will das jetzt halt machen mit Camping und sowas. Das, ich glaube, dafür muss man schon, ja, wie soll ich sagen, Interesse dran haben. Und ich denke, man muss da auch wissen, genau, auf was man sich einlässt. Also wie gesagt, ich habe jetzt null Ahnung von, deswegen, bevor ich da was Falsches sage. Aber es ist definitiv interessant, denke ich. Wenn man das mal gemacht hat. Also selber machen ist immer eine andere Geschichte, als wenn man das irgendwo sieht. Es gibt ja das, was, wie heißt das? Seven? Nee, doch, Seven vs. Wild gibt es und da gab es noch was anderes. Da hat der Kronk ein React drauf gemacht von den zwei. Das sind nämlich zwei Leute in Kanada unterwegs. Das wollte ich gerade speichern. Das habe ich mir auch angeguckt und habe mir dann so gedacht, boah, ja, auf der einen Seite denke ich mir, warum willst du das machen? Und auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist bestimmt mal echt interessant, so eine Erfahrung zu machen, weil du siehst die Welt dann, also die Sachen irgendwie auch komplett anders dann. Da stehen noch andere rum. Das ist so das, was ich mir denke. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, da muss man auch Bock, glaube ich, drauf haben. Ich weiß nicht, ne? Ich kenne das halt nicht, ne? Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Bin drauf, los geht's. Ja, und jetzt zack, 2 Jahre rum, ja. Boah, jetzt haben wir schon wieder bald Weihnachten, ne? Wir haben jetzt schon fast Ende November. Wir haben schon morgen 20. November. Ja, schon wieder fast rum. Eine Woche, ein Jahr älter. Da kenne ich noch jemanden, die wird dann bald älter. Aber erst Ende des Jahres. Tango markiert, er steht. Aber ich habe erst das nächste Jahr das Glück, dass ich dann wieder älter werde. Reicht aber dann auch. Von der Zahl her. Morgen wieder arbeiten bin, dann gleich wieder genug Sachen anhören und dann
Eine Drohne? Aber ich habe perfekt oben geparkt hier. Hier drüben ist ein Narko. Direkt am Reifenstapel. Und dann natürlich hier hoch, ne? Ah. Ich häng fest. Ja, zwei Kartellschützen. Sag mir wo. Dicht beim Reifenstapel. Markieren Hauptmann. Markiere ein Tango. Einheimische in der Nähe. Der Leutnant will abhauen. Ja, das war wohl nix. So, jetzt kann ich mal gucken. Ja, ich bin auch, glaube ich, falsch reingegangen. Also, das ist natürlich jetzt doof, weil er steht ja direkt davor und es wird dann halt nicht aufgenommen. Aber das finde ich so dämlich einfach. Dann stehe ich hier hinten. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Hm, ich bin ja von oben rein, nur bin ich schon an den Typen dran gewesen gerade. Hey, Kartellschütze, drüben bei der Kippe. Halt, die werden dich sehen. Nur mal eben von oben da rein, dass ich übers Dach wieder gehen kann. Okay, alles gut. Hier ist ein Sicario. Die Truppe hast du sie. Um das Lagerfeuer. Wo war denn das Ding denn jetzt hier? Die Drohne ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, hier falsch. Anmarsch. Unten bleiben. So eine Tür. Mal gucken, ob ich noch eine finde. Das Problem ist halt, wenn die mich jetzt sehen, gibt es natürlich Ärger. Guck mal, ich könnte versuchen, auf das Gerüst zu kommen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Bevor sie dich sehen. Falsches Spiel. Was gibt es? Eine Art Türmchen. Ja, ich habe jetzt hier das eine, aber dann müsste es dann noch was anderes geben. Wieder richtig hinsetzen hier. So, da ist ein Fenster. Ah, guck mal hier. Meinst du das hier zufällig? Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Mit dem sind's fünf. Ziel markiert, bald sein Umfeld im Auge. Hier, zeichnet der jetzt auf oder zeichnet der jetzt nicht auf? Ich sehe zwei Sicarios neben dem Lager. Weil irgendwie fehlen mir hier noch ein paar Leute, glaube ich. Immer so ungefähr hier an der Position irgendwie bleiben, weil ich jetzt nicht weiß, ob der jetzt aufzeichnet. Achso, das ist doch die. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt die Zeit, bis ich dahin muss.
Bowman, wir haben El Chidos Agenten zu einem Treffen mit Santa Blanca verfolgt. Die Jungs vom Kartell verteilen großzügig Werbematerial. Es gibt einen Promotruck, der durch ganz Bolivien fährt. El Chido verschafft Santa Blanca viel Einfluss. Das ist ein Propagandatruck. Also schatten wir den Promotruck aus. Holt lässt es gerne knallen. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Es muss irgendwo ein Lager geben, in dem sie noch mehr Werbematerial aufbewahren. Wir tauschen den Truck einfach gegen einen mit C4 aus. Ich bitte Pacateri, uns einen identischen Truck zu besorgen. Wenn er mit der Werbung zurück zum Lager fährt, sprengen wir ihn. Klingt riskant. Haben Sie denn schon einen Truck? Ich kümmere mich drum. Sie schnappen sich den Truck. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht können wir dem Kartell hier ja noch anderweitig schaden. Alles klar, wir kümmern uns drum. Aber vor allem, warum Klimaanlage, wenn die Türen alle offen sind und die Fenster? Ach. Mit unbemerkt LKW. Oh. Okay, jetzt kriege ich schon. Das sind so Missionen, die hasse ich einfach. Das habe ich aber in Assassin's Creed 2 auch gehabt. Da sind so Missionen bei gewesen, weil ich kriege den ersten Teil nicht zum Laufen. Da habe ich auch einfach das Kotzen gekriegt. Und irgendwie dann doch irgendwie hinbekommen. Ich habe so das Gefühl, dass die Entwickler das absichtlich machen, nur um den Leuten einfach so ein bisschen zu ärgern. Los geht's. Ja, nein, mich sieht keiner. So, wo muss ich denn jetzt da hin? Ich würde sagen, wir machen aber erstmal jetzt die Aufklärungsdateien. Die nehmen wir erstmal mit, bevor wir die machen. Was 7 Days to Die kenne ich auch. Die Feely. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Die spielt das auch im Stream. Aber ich selber habe es jetzt noch nicht gespielt. Das Spiel. Und das andere, wie ist das jetzt? Ich werde jetzt nicht hochscrollen. Die beiden Spiele. Days of Days, genau, das habe ich. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Das sagt mir jetzt aber auch so nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in der Bibliothek habe. Warte mal, ich könnte doch mal eben die Sachen hier mitnehmen, wenn ich gerade dabei bin. Waffen runter, wir wollen hier niemanden erschrecken. Schade, kannst du nicht mal durchs Fenster schießen. Ich meine, das hätte ich auch nicht. Hier sind Infos zu einem Care-Paket, das an einer ungünstigen Stelle gelandet ist. Das sollten wir überprüfen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Was habe ich? Ja, ich und Zombies. Ich nehme das Motorrad. Wir haben mal. Geh vor, ich komme gleich nach. Das ist ein Zombie-Spiel, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, welches das ist. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen bei einem. Müsste dann nochmal. Schick mir mal den Namen im Discord. Dann suche ich mal ein Video mal raus. Weil ich meine, ich kenne das irgendwo, ja. Ich meine, ich hätte das Spiel schon mal irgendwo gesehen bei einem. Weil wir haben mal Left 4 Dead 1 und 2 gespielt auf dem Koop. Aber das ist halt wieder ein anderes Spiel, das ist halt so Richtung Ego-Shooter. Haben wir eigentlich auch mal ganz gerne gemacht, sonst das. Das wäre ja mal was, Sons of the Forest mit Zombies. Naja, du erfährst ja nachher, warum die so sind. Das erfährst du aber erst im Laufe der Story. Ja, aber das macht das halt auch so ein Spiel nochmal aus, ne? Wenn man das halt sich selber seinen Teil denkt. Ich habe mal Skyrim, habe ich mal so gespielt, dass ich quasi selber dieser Charakter wäre, also als Roleplay, ne? Also dieses, wie heißt das, D&D, sowas in die Richtung gemacht, ne? Ja, da habe ich das auch mal gemacht. Scharfschütze, in Deckung. Oh.
Ja, halt echt überlegt, wie würdest du jetzt echt entscheiden, wenn du das jetzt selber wärst bei vielen Sachen. Das Kartell will ein paar abgelegene Basen mit Nachschub versorgen. Sie betanken gerade ein Transportflugzeug. Wir könnten den Rebellen Gefallen tun, das Flugzeug mit den Vorräten stehlen und zu ihnen fliegen. Ganz einfach. Echt, den ganzen Tag in der Taverne sitzen, Holzhacken und Met saufen. Ja. Stimmt. Kannst du ja 7 Days to Die kannst du ja auch einstellen, ne? Wann dann die große Herde kommt von den Zombies oder sowas, habe ich mal mitbekommen. Aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her, wo ich das mitgekriegt habe. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Version man mittlerweile ist. Ne, ich hab's bei Gronkh damals geguckt, wo er mit Tobi gespielt hat. Und Feli spielt das ja auch. Ich weiß nicht, ob das noch spielt. Die hat das gespielt. Der Voucher hat das mal gespielt. Also ich hab's selber noch nicht gespielt, das Spiel. Ich hab's auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das hab. Komplett ausstehen, dass du halt ohne Zombies Gebäude erkunden kannst. Ja, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wenn man sich das erstmal anguckt, kann man natürlich auch machen. Also ich habe jetzt auch eine Zeit lang Minecraft gespielt. Hab die Gegner auch irgendwann ausgestellt, weil es mir halt einfach auf den Sack gegangen ist. Da bist du gerade am Baum, plötzlich taucht da irgendwie so ein Gegner auf und du kriegst den halt nicht kaputt. Ja. Also zum Üben ist das gar nicht so verkehrt, wenn man da sich erstmal, erstmal ein Gefühl für kriegen will, wie das so ist mit dem Spiel, dann ist das gar nicht verkehrt, wenn man sowas macht. Ja? Offenbar gibt El Chido ein Konzert in einem Dorf namens Umamaka. Ja, das ist natürlich dann, das ist scheiße, dass nur der Host den Fortschritt hat. In Umamaka gibt. Ja? Ich nenne die Show Pachangon Boliviano. Ich wäre zu gern da. Naja, Kisera, wie man. Ich glaube, das Spiel ist ja immer noch in der Alpha, ne, soweit ich das weiß. Irgendein besonderer Wunsch? Sorgen Sie einfach dafür, dass keine Musik läuft. Und sorgen Sie für ordentlich Radau. Ich melde mich. Ja, Musik muss ich eh ausschalten, wegen Copyright. Aber was ist mit, wie hieß das jetzt? 7 Days to Die? Nein. Project Zomboid. Ja, wäre das denn ein Spiel für dich? Du sagen würdest, ja, das könnte man mal spielen, oder das wird, dass du das mal gespielt hast. Mal gucken, war ich jetzt überhaupt richtig? Ich hoffe. Ich denke nicht. Ja, du kannst ja halt, also mir wird gerade von der Seite gesagt, du kannst halt bei Project Zomboid, ich kenne ja jemanden, die suchte das nämlich sehr gerne, also sie guckt es sehr gerne an, aber spielt es selber weniger. Ja gut, du spielst halt nur, wenn jemand dabei ist. Ja, weil die sagt nämlich auch gerade, dass du halt auch Sachen ausstellen kannst. Weil ich habe es nämlich noch nicht gespielt. Also ich habe es mir auch beim Radlerauge angeguckt. Und ja, ich weiß nicht, also... Bei wem? Ja, Drunken White. Das ist ein englischer Streamer, der streamt allerdings nur auf YouTube. Da habe ich mir das auch angeguckt und da muss ich sagen, das ist halt wieder dieses Ding, ne? Das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja... Würde ich mal spielen, aber dann kommt ja halt so dieser Moment, aber du hast doch noch so viele Projekte, wann willst du das denn mal machen? Ja, das ist bei mir und Projekte, das ist, ja, könnte so eine, ja, wie soll ich sagen, kennst du bestimmt noch diese, die von den alten Römern, die hatten ja diese Rollen. Wenn ich diese Rolle aufmachen würde, die würde kein Ende nehmen bei den Spielen, ja, was ich noch alles fertig machen müsste. Also mittlerweile, ja, sagen wir so, hat es doch ein bisschen ein Ende. Jetzt komme ich hier nicht weg, ne? Scheiße, muss ich am Fuß laufen. Aber früher war das halt sehr schlimm. Also ich habe, glaube ich, am... Wie viel Projekt hatte ich damals gleich, dass ich laufen? 12 oder 13? Weil ich hatte schon mal einen Twitch-Kanal und auch einen YouTube-Kanal. Hä? Mit der Vogelperspektive.
Es ist, glaube ich, auch wieder so eine Geschmackssache, ne? Feind ist in der Nähe. Ja. Ich sehe noch einen Tango. Ja, bei dir ist es etwas anderes, dass du es nicht spielen kannst in gewissen Sachen. Ja, bei mir fängt das ja auch so langsam an. Weil bei Minecraft ist das zum Beispiel so, wenn ich dann mit diesem Fledermaus-Rucksack rumlaufe mit dem Licht, das dauert nicht mal eine halbe Stunde, dann habe ich Kopfschmerzen. Was bist du denn? Ein Gürteltier, glaube ich. Oder? Du, bleib mal hier. Ich habe ein paar Fragen an dich. Wo, Pokéball? Ey, hier geblieben. Haltet ihn. Er hat meinen Gürtel geklaut. Wo ist er? Haltet die Knarren unten. Wir wollen sie nicht erschrecken. Das ist ein Zivilist. Ich hab schon gedacht, das wäre jemand anderes. Zu meinen Stiefeln. Stiloptik. Für was denn? Mikro. Für welche Waffe ist das denn? Aber nicht für die Handfeuerwaffe, glaube ich, ne? Das ist egal. In diesem Dokument stehen Route und Zeitplan des... Story-Einsatz? Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Wir sind da hinten. Wir noch eine Dingsdatei. Ich gerade. Der ist der Chidos Auto nach Bolivien bringt. Also los. Will ich das Bild jetzt aufmachen? Ich habe so das Gefühl, ich will es jetzt nicht aufmachen. So, was haben wir denn noch hier? Da hinten haben wir noch. Story, wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für El Chidos Konzert gelagert wird. Wir werden es mit Hilfe des Promotrucks ausschalten. Die meinst du, ne? Sie müssen nur noch stehlen. Ja, die machen wir dann mal später. Wir wissen, dass El Chidos Konzert an einem Ort namens Uramaré stattfindet. Bin versorgt, der Mann macht auch Haushalt, ebenso überleg jetzt zu zocken aus. Das, worauf du Bock hast. Das ist halt immer die Frage. Das ist genauso, wenn ich da so manche Streams gucke und dann streamt jemand WoW, die Frage kommt, lohnt es sich, WoW zu spielen? Und dann ist halt diese Antwort dann, du hast es dir doch gerade selbst beantwortet. 3 Spiele gleichzeitig. Ja, das könnte man, wenn du ja, genug Konsolen, genug Möglichkeiten hast, sagen wir mal so, dann könnte man das hinkriegen. Warte. Geh ohne mich weiter. Ja, ich habe damals PlayStation gezockt, hatte den DS noch in der Hand von meinem Bruder und habe am PC noch nebenbei was gemacht. Also das geht. Das sag ich als Mann. Wobei, ich kann halt so mehrere Dinge, ich fühle mich unterfordert, wenn ich nicht mehrere Dinge gleichzeitig mache. Weil auf der Arbeit, wenn ich dann am Arbeiten bin, ist es so, dass ich halt immer alles durchplane im Kopf. Was ist, wäre jetzt, wenn das und das jetzt ausfällt? Wie gehst du dann vor? Ne? Das ist halt so ein Ding, das habe ich mir irgendwann angewöhnt und das mache ich halt auch, wenn ich zu Hause bin, wenn ich am Schneiden bin, bin ich nebenbei am Zocken. Und habe dann noch nebenbei ein Let's Play am Laufen, was ich mir dann anhöre. Also auf leise anhöre, während ich dann die Videos noch nebenbei schneide. Auf doppelter Geschwindigkeit. Also ich mache meistens mehrere Dinge gleichzeitig. Wenn wir da mal Eurotrucks oder so spielen, ist es dann nicht viel los im Chat oder ist es dann relativ ruhig, dann nehme ich auch mal das Handy und mache dann mein Shakes and Fidget dann eben fertig. Oder gucke eben auf YouTube, ob es da irgendwie was gibt an Videos, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja? A Box Seas of Seas habe ich zum Beispiel auch noch nicht gespielt. Aber ein Ziel. Greife an. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Aber das sagt mir aber was. Das kenne ich auch. Was? Warum? Das ist andere Geschichte. Ihr Leutnant rennt weg. Da greifen uns Kartellsignale. Seas of Seas, Bock auf 7 to Die. Naja, bauen eben, versuchen da was Bestimmtes zu bauen. Oder Ghost Recon Wildness. Oh, das ist schwierig. Ich würde vielleicht einfach mal eine Weile bauen und dann, wenn das so nicht klappt, dann kannst du dich halt abreagieren in dem Spiel.
Ja, ist nur eben nervig wegen den unfairen PvP. PvE-PvP-Verhältnisse, ja. Also PvP bin ich so kein Freund von. PvP? Ja. Ja, dann bin ich da schon raus. PvP ist nicht so meins. Heli, in den Staub, Granate, Vorsicht! Scharfschütze zielt auf uns. Oh, ich muss mich irgendwo unterstellen hier, sonst bin ich gleich der Matsche. Granate, runter, hallo! Granate, Vorsicht! Feuer! Verstanden. Neben dem Container. Ja, der scheiß Heli schießt auf mich. Warte, ich guck sofort. Bringt hier. Granate fliegt. Ein Heli, los runter. Verfickte Scheiße. Ja, echt, ey. Ich will die Dokumente noch mitnehmen, ich bin ja gerade hier. Wenn ich nach oben käme und an das Geschütz käme, könnte ich den Heli abschießen. Kann ich nämlich auch gleich gucken, was du geschrieben hast. Auf den Boden, Hubschrauber! Was soll ich denn auf dem Boden, Junge? Da brauche ich mich auch nicht hinlegen, weil wenn ich liege, kann er mich ja noch schnell kaputt machen. Hey, runter. Ich habe, glaube ich, die falsche Waffe in der Hand. Kann das sein? Ja. Falsche Waffe. Mann am Boden. Egal, lass liegen. Habe ich jetzt mal eine ruhige Minute, damit ich mal in den Chat gucken kann? Er hat gerade noch gesagt, er macht mehrere Dinge gleichzeitig. Ja, jetzt muss ich mich hier einmal konzentrieren, sonst falle ich wieder um. So, jetzt aber. So, mit PvE, PvP hatten wir gerade. Statt auf einen offenen Meer anzugreifen, wird man bei Ankern und nicht anwesend auf dem Schiff angegriffen. Boah. Das ist richtig fies. Nee, Craft ist online. Ich hab da bei denen die Benachrichtigung an. Das ist richtig unfair eigentlich. Ne? Also das ist schon. Also das hat auch nichts mit Fair Play zu tun. Weil das ist einfach nur assig. Das ist schon unfair. Ampel für die Real sind genug. Da brauche ich nicht noch virtuell noch. Ja gut, wenn man mit Freunden zusammenspielt, ist es eine andere Geschichte. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal. Und PvP habe ich morgen wieder 8 Stunden auf der Arbeit, weil ich dann mit wieder gegen Leute arbeiten muss, die einfach keine Ahnung von dem haben. Na, das ist. Da. Da rege ich mich dann auch wieder morgen wieder auf und denke mir dann auch so. Das war das Bild. Das sah erstmal etwas anders aus.
Ich brauche es halt auch nicht. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment hey, das will ich jetzt nicht machen, warte. Wir werden es mit Hilfe des Promotrucks ausschalten. Sie müssen ihn nur stehlen. Sie sagte mir ja gerade schon, dass das Kingsley-Akten hole ich jetzt später. Warum haben wir denn hier noch die Frage? Ich habe jetzt 3 von 5. Das ist aber ein anderer jetzt. Ja, okay, da müssen wir den Scheiß ja doch machen. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment. So, jetzt gibt es das dann nur dann Safer Seas, zwar mit weniger Belohnung, aber eingeschränkt, aber man kann Questen in Ruhe machen. Ja, das ist halt scheiße, ne? Wenn du jetzt gerade irgendwo hingehst, ja, und dann kommst du wieder, ein Schiff ist versenkt, deine Beute ist weg, nur weil du mal, ich sag mal, an die Tür gegangen bist, weil Postbote gerade kommt, Paket ist da. Also das ist schon, wenn man sowas ausnutzt, um sich einen Vorteil gegen andere zu verschaffen, ist das für mich nicht nur unfair, das ist schon Cheating. Ne? Meine, klar, in einem offenen Kampf würdest du auch jede Gelegenheit nutzen, um halt deinen Gegner, dass du halt einen Vorteil gegenüber den anderen hast. Ich habe viel zu viel Benachrichtigungen aufs Handy. Weil das ist für mich nichts. Also da ist habe ich keine Geduld für. Ja, ist auch richtig. Du hast gesagt, das ist ja okay. Es gibt in den Promotag ohne entdeckt zu werden. Wir haben ein Sicario neben dem Checkpoint. Ja. Ich bin hier, da ist ein Truck. Muss ich den stehlen, ohne entdeckt zu werden? Okay. Wenn das jetzt nur der eine ist, würde ich den sogar ausschalten und dann rüber gehen. Warte, genau. Teilweise schießen das Schiff an und halten es dann nur auf dem Wasser, um dich dann wieder zu killen und bei Respam, der ist auf dem Schiff. Ah, okay. Und meistens greifen größere Schiffe klar. Ja, das ist, ja. Deswegen sage ich ja schon, da bin ich schon raus. Und Dankeschön. Also da bin ich schon raus. Also ich habe mal früher auch verschiedene Spiele gespielt, wo du halt so eine Burg aufbauen kannst und sowas. Also halt Browser-Games. Und jemand ist halt dein Schutz ja weg und dann wirst du halt direkt von den Großen abgeerntet, ne? Das ist so unfair halt auch. Und da steht, glaube ich, auch noch einer. Und darf der mich... Ich dürf mich doch wahrscheinlich nur nicht die Leute sehen, die... Da steht einer. Da steht einer. Ich muss gleich mal den Ofen ausmachen. Da bin ich kein Freund von. Ich sag mal so, Shakes and Fidget, was wir jetzt wieder angefangen haben zu spielen, da ist mir scheißegal, ob die Leute mich angreifen oder nicht. Weil das ist einfach nur Gold. Kriege ich wieder rein, das ist nicht so schlimm. Ressourcen, das ist auch nicht so wichtig, weil die kriege ich dann halt wieder, indem ich andere angreife. Das ist nicht so wild. Aber halt, dass man gezielt andere abfarmt, finde ich schon ekelhaft. Hubschrauber. Kann ich den nicht einfach hält? Da werden doch bestimmt noch mehr sein. Da oben ist auch noch einer. Maschinenpistolen. Schmeiß mal die Drohne rüber. Ja, da komme ich nicht her. Ich musste die Drohne mal skillen. Wie soll ich den denn da rauskriegen, ohne gesehen zu werden? Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Boah. Schwierig. Erstmal reinkommen. Die Sache. So. Ja, also das ist schon nervig. Sowas gibt es leider auch in WoW, da hast du auch sehr viele Leute, die sowas ganz gerne machen. Da gibt es ja so mythische Instanzen, die ja dann auf Zeit gehen, also sowas wie in Diablo 3 mit Schlüsselstein quasi. Und sobald jemand aus dieser Gruppe rausgeht, geht der Schlüsselstein eine Etage runter und der Key ist dann direkt Schrott. Und dann wollen die Leute meistens nicht mehr. Und leider hast du von solchen Leuten auch massenweise welche dabei. Es ist die Frage, wenn ich die jetzt erschieße,
Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir jetzt gerade so denke, ich hätte besser mehr in Stealth investiert. Schon mal vor. Wie weit soll ich denn da fahren? 800 Meter. Fuß? Warte, ich guck sofort. Das heißt, ich soll ordentlich fahren. Vor allem, dass das Ganze noch auf Zeit geht, das meine ich halt. Ne? Jetzt hast du dieses Gefühl von diesem Zeitdruck einfach. Ne? Ja, ich hab's doch gehört. Nicht taub. Vorwärts, ich bin hinter dir. Weil ich sagen würde jetzt, dass das mit zwei Leuten wahrscheinlich wesentlich einfacher ist. Fertig. Dankeschön. Oh, viel Effekt. Ja gut, ich wusste jetzt auch, was auf mich zukommt. Na, jetzt hättest du gesagt, ich müsste langsamer fahren oder so. Na? So. Richtig, genau. Damit der zweite direkt mal losfahren. Richtig. Ich kann sogar vielleicht noch ein paar Meter vorfahren schon. Genau. Richtig. Deswegen sage ich, zu zweit wäre das wahrscheinlich dann einfacher. Das wäre dann auch wieder, das ist halt wieder dieser Punkt, ne, wo halt Koop dann wieder Pluspunkt im Endeffekt hat, weil dann hast du wieder einen Vorteil. Das stimmt. Das kommt doch immer darauf an, mit wem man spielt. Schnappen wir uns die Kiste und nehmen ihm seine Glaubwürdigkeit. Mal sehen, wie die Fans das finden. Also wir haben schon viele Leute gehabt, mit denen wir im Koop gespielt haben und ich muss leider sagen, es sind viele bei gewesen. Nicht alle, aber viele bei gewesen, mit denen hat man einmal, vielleicht auch das zweite Mal gespielt, beim dritten Mal gesagt, nee, Dude, das hat keinen Sinn. Na, deswegen, also ich bin eigentlich nicht dagegen. Wir haben Verluste. Unten bleiben, bin gleich da. Okay. Ja, zum Beispiel Pellet 2 habe ich früher sehr viel gespielt. Da hatte ich auch mal sehr viele, ja, kann man mitmachen, dann hast du mit dem mal ein paar Runden gezockt und dann, wenn es dann um Stealthen geht, die Leute wussten immer alles besser. Es war halt jetzt nicht so, dass man
über sich überlegt hat, okay, was, wir sind jetzt gescheitert. Lass uns mal eine Strategie überlegen, wie wir dann halt vorangehen würden oder so. Unitätspatrouille im Anmarsch. Das ist halt das, was ich immer mit dem Togusa gemacht habe. Und dann sagt ihr, pass auf, lass uns das mal so und so probieren. Oder halt mit der Maranuba oder mit der Amy, die jetzt nicht im Stream ist. Aber mit der ich dann... Die Asche knall ich ab. Ja, Kunstgalerie habe ich damals gemacht, ja. Vielleicht wollte ich eigentlich das Ding hier machen, ey. Also, ne, also es hat immer Vor- und Nachteile, wenn man korpst. Du weißt halt nie, wie die Leute spielen. Aber der größte Teil, den ich jetzt halt so kennengelernt habe über die Zeit, mit denen ich gespielt habe, war halt, ja, schlecht, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nichts, ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt auch schlecht bist oder so, bevor das jetzt einer sagt. Es ist halt immer, dass ich halt nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, je nachdem, was man für Spiele spielt. Bei Micro's Dungeon damals hatte ich auch sehr, sehr viele Leute, die immer gefragt haben mit dem Korb, und das Einzige, was die gemacht haben, ist einfach durchgerusht. Ja, wenn einer liegt, scheiß drauf. Egal. Wir laufen weiter, so nach dem Motto. Also kein Teamplayer, nix. Einfach nur schnell durchlaufen. Und dann brauche ich keinen Koop spielen, weil dann kann ich es auch alleine machen. Na? Moment, ich fahre. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Also Minecraft Dungeon ist so ähnlich aufgebaut wie Diablo 3, nur halt im Minecraft-Style, was eigentlich sehr cool gemacht ist. Ich habe dann einen neuen Savegame angefangen, weil ich halt einen neuen Kanal aufgemacht habe, weil ich habe das alles schon mal gemacht mit YouTube und Twitch. Und habe dann neu angefangen und wollte dann halt ganz entspannt so ein bisschen spielen. Habe auch jetzt nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad ausgewählt, sodass ich halt durchkomme. Das halt jetzt nicht dauerhaft Vibes bei einem Trash, weil da macht es immer keinen Spaß mehr. Die Leute wollen dann ja auch nicht gucken. Und der erste Kommentar, den ich dann hatte von einem neuen Zuschauer, weil das siehst du halt immer, ne, im Chat, dass dann jetzt zum ersten Mal gechattet. Das siehst du dann, der erste Spruch war dann, ja komm, soll ich dich durchziehen bis Maximallevel, dann brauchst du dich nicht auf normal so abbemühen, dann kannst du schneller spielen. Und ich denke mir so, Alter, wer hat gesagt, dass ich da durchrushen will? Ich will halt für mich auf so ein Tempo spielen, wo ich sage, okay, das ist immer noch eine Herausforderung und da komme ich halt gut durch. Ne? Also man möchte... Ja... Weil das erste, egal welches Spiel ich habe, was ein Koop-Spiel ist, außer bei WoW war es jetzt noch nicht so häufig, war jetzt immer so der erste Spruch, kann ich mitspielen? Hey, wie geht's dir so? Ne? So ein bisschen Smalltalk halten, direkt so, kann ich mitspielen? Ich habe so, Alter, da steht drin, dass das kein Server ist, zum Beispiel Minecraft. Ja, ja, dann mach doch einen Server auf, dann spielen wir zusammen. Und ich habe so, dude, ich kenne dich nicht mal. Also direkt solche Sachen schon zu bringen, ist schon, ne? Ja, voll, der Witz ist, der folgt mir dann noch vorher und dann sagst du, nein, das ist kein Server, kannst halt nicht mitspielen, direkt entfolgt. Und ich mir denke, dude, was hat dir das jetzt gebracht? Also wir haben schon echt viel Scheiße erlebt. Ja. Mein Auto ist abgesoffen. Aber ich sag da gleich was du geschrieben hast. Muss mal eben noch gucken, dass ich ein Auto kriege. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Geschafft. Alle noch. Wo ist das Auto? Ihr Leutnant rennt weg. Oh, mitten in der Pampa, Alter. Aber solche Sachen halt habe ich halt hier relativ häufig gehabt, ne? Also wenn du solche Spiele spielst. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, es geht ums Vertrauen. Ja, genau, das ist halt auch so eine, das ist halt auch das Ding an.
Wo ich damals mit der Emmy gespielt habe, die habe ich halt über WoW kennengelernt, weil die halt bei mir in der Gilde ist. Also immer noch ist, die spielt momentan auch nicht mehr. Da hat man sich halt schon so ein bisschen kennengelernt. Da wusste man ungefähr, wie der spielt mit dem Charakter. Ja, also ne, wie in der Gilde so der spielt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns dann mal Sons of the Forest zusammen spielen, weil sie wollte es halt auch unbedingt spielen. Boah, die Karre ist fast kaputt. Und hatte jetzt keinen, der da spielt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lass uns einfach mal spielen. Und es ging halt darum, da, weil wir beide Schissbuchsen sind, in diese Höhlen zu gehen. Und in den Höhlen hast du ja diese Mutanten und die ganzen Monster und den ganzen Kram. Und wir hatten halt so ein bisschen Schiss. Und dann haben wir so eine Wette gemacht und hab dann gesagt, komm, weißt du was, wenn ich, der erste von uns, der stirbt, der muss als erstes vorgehen. Und sie so, ja, okay, ich bin natürlich als erstes gestorben, weil ich was total Dummes gemacht habe, aber ich fand das total lustig einfach. Und bin dann als erstes in die Höhle und dann haben wir auch welche gesehen, so Mutanten, die halt blind sind und dann nur auf Geräusche reagieren. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich bin vorgeprescht und hab dann so geguckt, ich sag, da sind welche. Ich sag, wir können jetzt versuchen, die langsam leise zu erledigen mit dem Bogen. Oder wir versuchen, die mit den Cocktails kaputt zu machen. Und man hat an ihrer Stimme schon so ein bisschen gehört, dass sie schon so ein bisschen Panik hatte. Und sie so, nee, komm, lass zurückgehen, lass zurückgehen. Und ich bin dann, ich sag, nein, komm, ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Ich bin reingesprungen, hab die Viecher angegriffen. Sie so, was machst du, was machst du, was machst du, bleib hier. Und ich habe dann am Kämpfen, ich sag, komm runter. Ich sag, ich stell mich vor dich. Und dann haben wir das so gemacht, dann haben wir das so gedreht, dass wir, als wenn wir WoW spielen würden, weil ich habe halt immer einen Tank gespielt und stehe halt immer vorne. Ich sage, ich laufe vor, wehre die Angriffe ab und du schießt drauf, als würdest du deinen Jäger spielen. Dann haben wir das so gemacht und das lief so gut, dass wir jede Höhle so gemacht haben und das auch, wenn wir so unterwegs waren auf der Karte selber, weil die kommen ja irgendwann raus, haben wir das so beibehalten. Ich stand immer halt in der Ferne und ich bin halt immer in den Nahkampf gegangen. Dass man sich halt so ein bisschen absichern konnte. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja, und das ist halt bei vielen, ich sag mal so, viele Leute, die ich jetzt halt auch dabei hatte, ich sag mal, der größte Teil, der wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich so Kinder gewesen sein, würde ich jetzt behaupten. Ne? So, ja, ich lass mal hier durchlaufen, dann ich mit den Rest mal eben an. Besucher dieser schwer befestigten Bergspitze können die schöne Aussicht und eine Riesenstatue von Santa Muerte genießen. Und es gibt nur eine Zugangsstraße. So kann man auch für die Sicherheit sorgen. Wenn Sie wollen, schnappen wir ihn bei der Abreise. Zu riskant. Nach der Show verzieht sich El Chido auf dem schnellsten Weg nach Mexiko. Die beste Gelegenheit, und toll ist sie nicht, ist meiner Ansicht nach während des Konzerts. Scheiße. Okay. Wir holen uns Eintrittskarten und versuchen, El Chido nach dem Konzert mitzunehmen. So, jetzt muss ich erstmal den anderen Text lesen. Na, Russia mag ich auch nicht, ich auch nicht. Doch wenn man jetzt so die Sachen kennt, dann kann man das gerne machen. Will El Chidos Konzert unbedingt veranstalten. Mal schauen, ob sie das ohne ihren Star schaffen. Schnappen Sie El Chido und bringen Sie ihn her. Da kann man das machen, wenn beide Personen das Spiel schon kennen, dass man halt einfach nur so schnell durchrennt, dann kann man das ja machen, aber generell bin ich da auch kein Freund von. So, das nenne ich das nicht. Ach so. Okay. Fahrzeuge gerufen, weil ich dem schon einige freigeschaltet hatte. Ja, also zu Support. Ja, das ist halt auch so was gar nicht verkehrt wäre. Also, dass man den Leuten jetzt nicht sagt, ja, pass auf, das und das kommt gleich, sondern einfach hier, pass auf, ich habe die Sachen alle schon. Wir fahren halt mit meinem Auto oder wir nehmen halt meine Sachen so. Das kann man natürlich auch machen, dass man die Leute so ein bisschen unterstützt. Hä? Ja, wie es halt auch im Payday gemacht hat, wurde gerade von der Seite gesagt. Die Leute haben sich die Karten ausgesucht, weil ich hatte meistens die ganzen DLCs. Die Karten musstest du alles separat kaufen im Payday 2. Also das musste nur einer kaufen und von uns dreien habe ich das damals gemacht. Und dann haben wir auch mit meinem Vermieter gezockt, oder W4. Und wir haben dann gesagt, such dir eine Karte aus, wir spielen damit. Ja, also auch nicht so hohen Schwierigkeitsgrad. Und dann haben wir den auch nicht durchgezogen. Also wir haben... wollten gerade Aufmerksamkeit. Was hast du denn jetzt verpasst? Ist egal, das kommt eh alles auf YouTube. Also wir waren mit zwei Leuten drin, die halt noch nicht so viel Erfahrung hatten im Payday. Haben es aber nicht durchgezogen, sondern wir haben ganz normal mit denen auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. Wo wir gesagt haben, okay, das würde funktionieren von dem Schwierigkeitsgrad her, das kriegen die hin. Und dann haben die sich auch nach und nach verbessert. Also so sind wir dann mit denen rein. Ja.
Du hast nachher gekocht und wir haben den Rest, wir haben die Drecksarbeit gemacht. Heißt, wenn wir zusammenspielen, würde ich dann mit dem Hauptcharakter drin, würdest du dann nur profitieren. Meine Fahrzeuge und der Rückendreckung. Würdest du nicht durchwaschen oder dir reinreden, dann würdest du bestimmt welche Missionen kommen. Ich mach das immer random. Ne? Tier 1 ist ein Modus, an dem man von Tier 1 bis 50 hochgearbeitet hört, die Schwierigkeits... Achso, ab Stufe 30 einstellbar. So, wegen dem Tippfehler. Ach, der Tippfehler ist nicht schlimm. Wir haben in Division 1 und 2, wir haben halt nur die Story durchgespielt. Danach haben wir nicht weitergemacht. Ja. Und selbst da hatten wir, bei so Division 1 hatten wir zwei Leute, die mit uns gespielt haben. Und plötzlich hieß es, haben keine Zeit mehr oder sonst irgendwas. Und das ist dann halt auch mal so ein bisschen scheiße. Ihr Leutnant verpisst sich. Echt nicht mehr. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Deswegen, also generell, sagen wir so, habe ich hier. Lass mich da mal. Ich komme hier nicht weg. Also ich muss mal eben hier. Sofort auf den Boden. Ich komme hier nicht weg. Ich hänge an diesem scheiß Stein fest. Lol, ich hänge auf diesem Stein fest. Ah! Ja, da musst du aufpassen, zu Zivis ist in kurzer Zeit missionsfähig geschlagen. Ja, habe ich auch schon mal mitbekommen. Da haben wir auch mal eine Karte gehabt. Da habe ich eine Granate reingeschmissen, habe allerdings Zivis getroffen. Und ich bin dann erstmal weg gewesen. Aber ich komme hier nicht. Doch, jetzt komme ich runter. Nein, komme ich nicht runter. Wir haben selbst in welches Spiel war das damals? Kann ihn hier nicht verstauen im Hubschrauber, was? Warum nicht? Auch da. Wir haben damals in was habe ich schon gesagt? Left 4 Dead haben wir auch mit Taktik gespielt. Und der erste Spruch, der dann kam, du spielst das mit Taktik? Ich sag, ja. Ich sag, der vorne steht, der duckt sich. Ich sag, damit die Leute, die hinten stehen, ihn nicht im Weg sind. Also, ne? Und dass halt immer zwei vorgehen und zwei bleiben weiter hinten. Ne? So haben wir das damals auch gemacht. Ich war das nicht. Mierda. Ahora sí ya valió. ¡Qué chingados! Ja, eigentlich immer ganz lieb. Caballero. Freut mich, Sie zu sehen. Wollen Sie einen Drink? Bin ich verhaftet? Huerca, ich habe nämlich kein Gesetz gebrochen. O sea, ich bin Musiker und singe Fiesta-Lieder, welche das Leben der mexikanischen Arbeiterklasse retten. Ja, hab davon gehört. Svenio zahlt dafür. Und trotzdem ist es wahr. Ich liebe das Video für La Plebe Anda Alterada. Und der El Paso-Remix ist verdammt heißer Scheiß. No mames. Sie sind Fan? Welcher Song ist der Liebste? Ich singe für Sie, in serio. Aber lassen Sie mich bitte gehen, ja? Abusamos de la Medicina ist möglicherweise mein Favorit. Aber Buchones Heridos, wo dieser Narko auf der Straße abgeknallt wird, den spielen wir auf ihrer Beerdigung. Der ist toll, oder? Bernadette, was sagten Sie? Ich weiß, Sie sind kein Killer wie die anderen Wichser. Hm? Kein Sicario. War er böse? Nein, er ist ein Engel. Hat kein schlimmes Wort über mich verloren. Sie sind nur ein Musiker und singen diese Lieder über die ehrliche mexikanische Arbeiterklasse. Das Kartell hat sie gezwungen. Sie wollen doch gar nicht hier sein. Das stimmt, gezwungen. Ich will nicht mal hier sein. Bolivia. Ha. Ich schütze sie. Ich kann ihre wunderschöne Stimme aus sämtlichen CIA-Gefängnissen raushalten und alle Kartelle fernhalten. Ich kann sogar ihr Auto zurückholen. Aber sie müssen singen.
erzählen Sie mir alles, was Sie wissen. Jedes Detail über Santa Blanca. Holen Sie einen Stift. Und jede Menge Papier. Ihre gute Laune ist ein bisschen beängstigend. Die Musik hört nicht auf, nur weil wir El Chido und sein Auto haben. Die Musik nicht. Aber El Chido wird jeden Santa Blanca-Leutnant verpfeifen, der je ein Autogramm von ihm wollte. Sobald sich rumspricht, dass er ein Verräter ist, und das wird es, sind seine Glaubwürdigkeit und die von Santa Blanca hin. Das ist ein historischer Moment für die Corrido-Musik. Ich bin perfekt stolz auf Sie. Wir könnten die ersten Einsatzkräfte sein, die seit Ballad of the Green Berets Musikgeschichte schreiben. Solange Sie jetzt nicht anfangen zu singen.